Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder als Krimineller auf Nordhof Hamburg unterwegs. Mit dabei ist der liebe Nightbird und ich würde sagen, let's go! So, wir machen uns direkt mal auf den Weg zum Juwel, denn wir haben uns überlegt, den machen wir zum Anfang mal. Da hinten war irgendwie gerade auch Action, keine Ahnung. Und hier beim Juwel auch. Okay. Gut, hier sind ein paar Polizisten, dann lassen wir das lieber. Okay, Juwel geht leider nicht, dann machen wir einfach die Bank, ist ja eh entspannter. Dann würde ich sagen, let's go. Oh nee, der Tresor ist rot und hier ist auch jemand anderes mit einer Bombe. Schade, läuft nicht so. Wir müssen jetzt aufpassen, dass hier kein Polizist... hier kommen zwei, sind auch keine Polizisten, perfekt. Hilfe Polizist, Hund, Hilfe Polizist. Ist der hier um die Ecke? Nee. Der ist draußen, der schießt da durch. Hab ihn Farbe getroffen. Licht an, ist dahinter. Ich sehe ihn, ich sehe seine Waffe. Einer unserer, naja, Kollegen würde ich nicht sagen, ist down. Ist er durch? Hab ihn durch die Wand gehittet, okay. Ich lad mal kurz nach. Er ist auch down, scheint zumindest so. Okay, hat aber im Funk durchgegeben, wir müssen mal weg. Er hat aber jetzt durchgegeben Bankraub, das heißt, die Polizisten werden dahin fahren. Das heißt, wir können jetzt endlich mal den Juwel machen. Mal rein. Und ist auch ein bisschen was drin. Leider nicht so viel, aber immerhin. Nightbot beschützt uns. Dankeschön. Oh, da höre ich aber Sirenen. Das ist natürlich ärgerlich. Egal, wir machen es trotzdem. Fährt aber anscheinend vorbei. Okay, perfekt. Nightbot warnt mich sicherlich vor, wenn irgendwas passiert. Wir räumen hier jetzt noch was, ein bisschen was leer. Wir haben alle Zeit der Welt, glaube ich. Okay, Polizeifahrzeug. Ich sehe Blaulicht. SEK, SEK. Haben das Feuer eröffnet. Ist in seinem Fahrzeug, würde ich sagen. Nee, hinter seinem Fahrzeug. Ist down, perfekt. Dann machen wir noch schnell die Vitrine leer. Und danach müssen wir weg, weil es werden jetzt ein paar Polizisten sonst kommen. Und ich würde sagen, ja, wobei, die letzte können wir auch noch machen. So, perfekt, der Juwel ist leer. Das heißt, wir laufen hier mal raus. Und perfekt. Müssen gucken, dass... Ja, ich bin real. Müssen gucken, dass wir nicht über die Stopsticks rüberfahren. Sind wir nicht? Perfekt, weg geht's. Da ist eine G-Klasse. Ich weiß nicht, ob das Polizei ist. Ich hoffe nicht. Ich verkaufe mal schnell. Scheint aber niemand zu sein. Perfekt. So, wir gucken jetzt nochmal zur Bank. Vielleicht können wir da jetzt rein. Okay, es sind ein paar Polizisten vor Ort. Ist natürlich nicht so gut. Oh, wir werden verfolgt. Nee, doch nicht. Ah, und auf uns wird geschossen. Das ist doch mal schön. So, wir riskieren es. Rein. Ich habe meine M4 ja eben auch nachgefüllt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal kein Problem damit. Ich hoffe, der Tresor ist grün. Ja, ist grün. Perfekt. Alle weg. Zünden. Los geht's. Ich nehme mir direkt mal ein bisschen Gold mit. Es ist ziemlich viel Gold da. Das ist auf jeden Fall gut. Nightbot schießt schon. Das ist schlecht. Ich sammle hier mal das Geld ein. Nightbot, was machst du da? Nightbot, komm mal her, bitte. Nightbot hat hier schon ein bisschen was erledigt. Er hier nimmt jetzt auch die letzten Sachen mit. Das heißt, wir nehmen noch ein paar Geldscheine mit, weil Gold hat er schon und müssen da mal zu Nightbot. Eigentlich wollte ich über die Leiter rausgehen, aber wir müssen mal Nightbot helfen. Hier sind sehr viele Leute. Okay, es laufen trotzdem alle raus. Wie viele sind hier denn? Schüsse. Oh, ich bin so gut wie down. Hilfe. Wo ist Nightbot? Nightbot ist down. Nein, das ist schlecht. Da ist einer. Den haben wir. Ich bin von hinten. Crossfire. Einer von denen hat mich geholt. Ist natürlich ärgerlich, aber wir werden direkt wieder belebt. Da ist ja doch ein Polizist. Aber da ist noch einer mit Waffe. Der muss jetzt aufpassen. Hilfe. Okay, perfekt. Wir laufen weg. Perfekt. Und ich bin wieder down. Schade. Wollte eigentlich schreiben, bitte Nightbot. Jetzt bin ich down. Das war natürlich nicht so schlau von mir. Vorsicht. Oh, wir wurden getasert. Nein. Das ist schlecht. Aber danke, Luca. Irgendwas hilft uns. Wir müssen mal weglaufen. Vielleicht einen Keks nehmen. Ja, definitiv einen Keks nehmen. Für HP. Letzter Keks. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen HP. Hier ist einer. Okay, wir haben wieder wenig HP. Wir müssen mal weglaufen. Wir tun mal, als wenn wir nichts gemacht haben. Wir stehen hier einfach nur, haben nichts gemacht. Nightbot ist wieder da. Perfekt. Okay, Hilfe. Stehen unter Beschuss. Okay, hab ihn. Perfekt. Was ist denn hier los? Da hinten ist noch ein SEK. Haben ihn, perfekt. Einen höre ich noch. Ich glaube, wir können... Hilfe, irgendwo höre ich noch einen.
Scheint aber alles sicher zu sein. Dann Nightbot einmal einsteigen. Wo ist Nightbot? Wo ist Nightbot? Da ist Nightbot. Das war ja mal was. Ich habe 4 Gold und wie viel Geld habe ich auf meinem Konto bekommen? 4.500 Euro. Bugatti, ich komme. Vielleicht ist beim Juve ja jetzt auch noch mal ein bisschen was für uns. Der wird überfallen. Können wir ja mal reinschnuppern. Nehmen wir hier auch mal ein bisschen was mit. Müssen gucken, dass hier halt niemand kommt. Hilfe auf uns wird geschossen. So, ich würde sagen, ab zum Dealer. Der stand ja da hinten in der Straße von der Feuerwehrstation. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, und beim Bahnhof war auch einer. Egal, wir fahren jetzt zur Feuerwehrstation. Verkaufen einmal alles, was wir so da haben. Unsere Juweliersäcke, unser Gold. Und laden einmal unser M4 nach. Ob wir jetzt noch im Plus sind, weiß ich nicht. Ich denke mal. Und bei der Bank ist anscheinend immer noch was los. Damit haben wir nichts zu tun. Bitte, bitte weg. Hilfe. Okay, bei der Bank ist jetzt anscheinend Action. Wir machen währenddessen mal die Gessen-Gull-Tankstelle. Perfekt. Das gab jetzt auch wieder ein paar Cent. Das ist doch eine schöne Sache. Hilfe, 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 Hilfe. Nightbot, du bist sehr low. Du hast sehr wenig HP. Das war so nicht geplant. Oh, ich habe sehr viel Damage bekommen. Okay, das war's dann auch wieder. Da ist noch ein Polizist um die Ecke, um die Ecke. Da. Und ich bin down. Ja, das war's. Vorbei sind noch zwei Leute da mit Glück. Nee, Hilfe, der SEK hat uns umgenagelt. Ist natürlich ärgerlich. Da ist Nightbot. Perfekt, Nightbot. Er beschützt uns, hoffe ich. Nightbot, pass auf dich auf, bitte. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Mein Internet ist gerade ein bisschen überfordert. Auf mich wird wieder geschossen, glaube ich. Ja, auf mich wird geschossen. Ich wurde aus dem Fahrzeug geschossen. Schade. Ist natürlich ärgerlich. Ich wollte eigentlich Nightbot holen mit meinem Fahrzeug, hat aber nicht ganz so geklappt, leider. Ist natürlich wieder ärgerlich. Hier sind jetzt sehr viele Leute. Ich glaube, das wird nicht gut enden für mich. Drei wollen mich festnehmen. Ist ärgerlich. Nightbot geht's auch nicht mehr so gut. Ja, hier sind ein paar Leute, die mich festnehmen wollen. Kann ich irgendwie wegnehmen, ne? Nee. Ich wurde festgenommen. Schade. Das war es dann auch wieder komplett. Wir wurden jetzt freigelassen von Max Neu. Sehr vielen Dank. Hättest du nicht machen müssen. Aber trotzdem sehr vielen Dank. Wir müssen jetzt aber mal Gas geben und vielleicht schaffen wir es ja noch, dem lieben Eli zu helfen. Dem lieben Nightbot natürlich. Wie komme ich jetzt auf Eli? Naja, wir haben noch anderthalb Magazine circa. Und dann geben wir mal Gas mit unserem Lambo. Wenn wir einen Dealer auf dem Weg finden, könnten wir zu dem fahren. Sehe ich hier jetzt aber erstmal nicht so. Na, das war's dann auch wieder mit meinem Fahrzeug. Nee, doch nicht. Perfekt. Wir sind hier jetzt. Ich habe ihn mal gefragt, wo er ist. Ich sehe ihn hier nicht. Hier sind aber sehr viele Leute. Das kann durchaus gut sein. Ah, nee, sind alles Polizisten. Oh, Nightbot ist Gefängnis. Ist äußerst ärgerlich. Na, schade, er ist schon drin. Sonst hätten wir ihn ja noch retten können. Schade, ist äußerst ärgerlich. So, Nightbot ist jetzt wieder frei. Dann fahren wir mal zum Dealer und uns alles wieder ausrüsten. Also, ich habe ja noch meine M4. Aber dann würde ich sagen, let's go. Wir sind beim Dealer. Oh, das ist Polizei. Das könnte natürlich schlecht sein. Wir holen uns aber auch nochmal eine Glock. Der Polizist ist nett. Der tut uns, soweit ich weiß, nichts. Hoffe ich. Deswegen tun wir ihm momentan auch nichts. Bei der Bank ist ziemlich viel los. Wir gucken da mal vorbei. Okay, hier ist wirklich was los. Okay, Nightbot möchte sich da einmischen. Eigentlich wollte ich weiterfahren zum Juve, weil ich weiß nicht. Wobei, er hat das im Griff. Nur ich weiß halt nicht, ob jetzt noch Polizisten kommen, zum Beispiel hier. Ich würde sagen, wir machen den Juve. Nightbot passt sicherlich wieder auf mich auf. Hier ist ein Diamant. Besser als nichts. Besser als nichts. Sage ich ganz ehrlich. Ist jetzt auch nicht so viel. Das heißt, wir fahren direkt mal weiter. Oh, hier ist Polizei. Wir gehen mal Gas. Oh, hier sind jetzt zwei BMW vor Ort. Wir können ja mal in die Bank gucken, ob die vielleicht wieder grün ist. Aua. Hilfe, auf uns wird geschossen. Perfekt, wir laufen mal rein, ne? Das stört schon niemanden. Nightbot, du solltest reinkommen, bitte. Nightbot, ich muss auf... Oh. Immer muss man auf Nightbot aufpassen. Nightbot, komm hier rein. Die schießen auf dich. Okay, das war eine ganz schlechte Idee, hier reinzugehen. Einen habe ich. Nightbot, komm wieder rein. Hat einen Taser, der hat einen Taser. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir fahren weg, wir fahren weg. Das war eine der schlechtesten Ideen. Nein, der Polizist backt vor uns. Wir fahren weg.
Wir brauchen definitiv ein neues Fahrzeug, beziehungsweise müssen es reparieren, weil guck mal die Lebensleiste oben an. Wir holen uns jedoch ein neues Fahrzeug, weil der Lambo ist ja ziemlich bekannt und ich glaube, bis jetzt haben wir keine Verfolgung, sondern brauchen eher Schutzauto. Das heißt, wir holen uns den Tesla, weil der hat ja ein bisschen mehr Schutzfläche. Nightbot hat, na gut, der hat ja noch relativ viel HP. Der wollte sich jetzt hier ein paar Cookies holen und danach brauche neue Muni. Brauche ich neue Muni? Ne, bei mir geht's sogar noch. Polizei, Polizei, Nightbot, steig ein. Hilfe, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren, es buggt. Das ist schlecht. Er wollte mich aus dem Fahrzeug testen, hat es nicht geschafft. Stopsticks waren echt knapp. So, wir fahren weiter. Fahren hier jetzt nach rechts weg. Weil Nightbot wollte ja zum Dealer. Tricksen den jetzt hier aus. Fahren dann zum Dealer. Perfekt. Also das war ja mal Trick 17. Der fährt jetzt nach da weg. Perfekt. Okay, Polizei kommt. Ich habe jetzt eine Minute gewartet, ob der mitkommen möchte. Jetzt kommt jedoch Polizei. Das heißt, wir fahren weg. Okay, bei der Bank ist immer noch viel los. Jedoch habe ich mir vorgenommen, wir machen noch einmal die Bank. Hilfe! Jetzt hat uns der Polizist in die Stopsticks reingeschubst. Das ist ja unfassbar. Ich meine natürlich der Sunny. Ist natürlich unfassbar. Ist das dumm, hier reinzulaufen? Nein, es passt, ne? Wir laufen, let's go. Nightbot, du musst mit reinkommen. Nein, er wurde getasert. Okay, das war wirklich eine dumme Idee. Ich habe jetzt eine Bombe gelegt. Ich habe jetzt aber keine Bombe für dich hier drin mehr. So, hab die Bombe hochgehen lassen. Ein Polizist ist down. Hilfe, ich kann das nicht mehr. Wir haben verloren. Ich habe keine Bombe mehr für hier drin. Wir sind jetzt zwei Krimis. Hilfe, was ist hier los? Ich bin down. Was war denn hier los? Nein, 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 der nimmt mich jetzt fest, der nimmt mich fest. Aber der hat ihm umgehauen, das ist super. Nein, wir brauchen die M4. Ich bin wieder down. Die M4 war erstens nicht nachgeladen, zweitens hat mein Spiel gebuggt, irgendwie habe ich den nicht ins Inventar bekommen. Nein, 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 nein. Ich bin festgenommen. Was ist denn hier los? Tut mir leid. Das sind ja 20 Leute mindestens. Und Nightbot ist irgendwie auch weg. Verschollen. Wie viele Leute sind denn hier? Unfassbar. Ja, was ist denn hier los? Und da fahren wir weg. Jetzt fährt er hier mit uns rum. Das ist Chaos pur. Könnt ihr mir nichts anderes sagen? Und wir werden ans Gefängnis übergeben. Schade. Das war's mit uns. Hier sind alle unsere Kollegen. Nightbot, Lukas, Chaya, Champion. Eieiei. So Leute, das ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Und ich würde sagen, ciao, ciao. Aua.